Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken. Wir freuen uns, dass Sie uns wiedersehen wollen und wünschen Ihnen in den nächsten Minuten viel Spaß bei den wirklich tollen Informationen. So, sollen wir mal gucken, was die Edda heute hier macht. Ah, die Edda mit dem Messer in der Hand. Was gibt's denn heute? Heute machen wir einen Kartoffel-Spinat-Auflauf und dazu essen wir Bratwurst und zum Nachtisch gibt es einen Käse-Quark-Auflauf mit Äpfeln. Aha, ist das schon im Ofen? Alles schon im Ofen. Oh, kicken wir mal gleich rein. Genau, kannst du auch aufmachen, passiert nichts. Jedenfalls was ist hier los? Alter Schwede. Super lecker. Ja. Und was ist hier drin? Da lieber nicht aufmachen, sonst fällt es zusammen. Was? Soll ich nicht aufmachen? Nicht aufmachen, nee. Fällt zusammen? Fällt zusammen. Da ist Käsequark, ist ja ein Kuchen. Messer liegt noch in der Nähe. Dann genau. So, und dann müssen wir gleich mit der Bratwurst starten. Gut, danke, Edda. Okay. Guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Na dann. Liebe Nachbarn, am 1.4. ist nicht nur der 1. April, sondern auch ein bunter Nachmittag hier bei uns im Kulturzentrum Staaken. Inge, Kalle, die liebe Nina und auch ich werden Sie überraschen mit Liedern, Schabernack, Spielen und natürlich Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr. Am 15.4. ist die Weltmeisterin des Akkordeonspielens bei uns zu Gast, Katrin Pfeiffer. Ein grandioses Musikerlebnis, wahrscheinlich das intensivste, was man diesseits der Havel an diesem Tag auf diesem Planeten erleben kann. Am 22.4. ist Schwof, Kaffee und Kuchen mit dem Entertainer Michael Honzer. Ein wunderbarer Nachmittag wieder, auf den wir uns alle sehr freuen. Bis dahin. Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen. Mein Name ist Nina Wüstenberg und ich arbeite als Kulturmanagerin im Kulturzentrum Staaken. Hiermit möchte ich Sie einladen zur neuen Bilderausstellung unserer Nachbarin Rita Miekley. Nutzen Sie die schöne Zeit, das schöne Wetter im April und besuchen Sie uns in unserem Foyer. Bis bald. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, entgegen eines notorisch falschen Wetterberichtes möchten wir Sie mit Wetterwünschen in den April schicken. Gehst du im April bei Sonne raus, lass nie den Regenschirm zu Haus. In diesem Sinne wünsche ich uns einen fröhlichen Frühling. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Hab ja versprochen, mir mal wieder zu melden hier aus dem Kulturzentrum. Also, das ist ja ein Ding. Neulich, da komme ich hierher und da begegnen mir so komische Typen. So in grün, mit so komischen Hüten auf. Aber bis ich gemerkt habe, das war ja eine Musikveranstaltung für den St. Patrick's Day. Ey, tolle Mucke. So auf Irisch und so. Hat mir richtig gut gefallen. Aber wisst ihr, dass da auch noch gerudert wird? Na, dit hat man ja doch so ein bisschen irritiert. Ah, wir werden ja sehen, wie't hier weitergeht. Bis denn erstmal. Tschüssikowski. St. Patrick's Day 2023, super. Und wieso seid ihr hierher gekommen? Naja, um zu feiern und Bier zu trinken, ne? Was? Und wegen der geilen Musik. Das ist eine super Veranstaltung hier. Ja, ja. Kulturzentrum Staaken, kommt vorbei. Hoffentlich war auch diesmal wieder etwas für Sie dabei. Die nächste Ausgabe gibt es im Mai. Und wir freuen uns, wenn Sie uns wiedersehen wollen. Und wie immer zum Schluss gibt es einen Spruch. Und der lautet diesmal, einen Kleiderschrank hat man eigentlich nur für Sachen, die man nie anzieht. Den Rest verteilt man im Zimmer. Und tschüss.